Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen ersten Episode von OMSI. Ich habe irgendwie Bock gehabt, mal Bus zu fahren und das mal wieder in OMSI. Das letzte Mal, als ich gefahren bin, ist schon sehr, sehr lange her. Also ich bin absolut kein Experte, wenn ich Fehler mache, etc. Sei es mir bitte verziehen. Ich habe ein bisschen geübt, habe sogar das Tutorial noch mal gespielt, damit ich wieder in OMSI reinkomme. Und ich dachte, wir fahren mal in Hamburg die Linie 109. Wir sind hier in Alsterdorf und ja, ich würde sagen, suchen wir uns mal einen Kurs aus. Beziehungsweise ich werde erstmal hier den Möder starten. Nice, der läuft und unser Gerät, wie steht der da? Finde ich eigentlich noch ganz nett. So, also schauen wir mal. Linie 109, was fahren wir denn für einen Kurs? Alsterdorf, Hauptbahnhof. 13:25 Abfahrt. Das kann man machen. So, dre. So. Fahrt vor 6 Minuten. Wie spät ist es jetzt? 13:25. Wir werden mal die Zeit hier ändern auf 13:20. Warum sagt er davor 29 Minuten? Habe ich da jetzt was falsch ausgewählt? Alsterdorf. Ne, das ist schon richtig. Schauen wir mal nach draußen. Hauptbahnhof ZOB, das ist richtig. Perfekt. Ja, gut. Dann würde ich sagen, fahren wir mal vor. Bei Hotkeys habe ich nochmal zugelegt. So, Türen. Shit, sind sie offen. So, jetzt aber zu. Haltestelle, Bremse weg und Gang rein. Und los geht's. So, drei Moinsen zusammen. So, Tür auf. Wieder einsteigen. Und nicht mal ein Hallo? Fahrgäste beschweren sich, weil es im Bus zu kalt ist. Wo ist denn hier drin die Heizung? Die Experten würden es vermutlich wissen, wie die Heizung hier drin ist. Lüftung ist an. Wo Heizung? Ach da. So, drehen wir nach oben. Südele. Und dann, keine Ahnung. Erstmal so. Hätte ich jetzt mal gesagt. Sehr gut. Abfahrt. 2 Minuten. Schauen wir mal, ob es dann heißer wird hier drin. Sonst noch irgendwas zu beachten? Können wir mal ein bisschen mehr aufdrehen. Ich kenne mich halt nicht aus mit dem Bus. Machen wir einfach mal alles ein hier. Wird schon passen. Ansonsten ist halt ein bisschen frisch hier drin. So, Fahrplan. Alsterdorf, Hindenburgstraße, Karl-Kohn-Straße und so weiter. Oh, Jungfernstieg fahren wir sogar vorbei. Appenhof, Bückenberg, ZOB, Ankunft. Stephansplatz, Dammtor fahren wir auch vorbei. Ja, nice. Sollen wir ein bisschen verfrüht losfahren? Vielleicht so eine Minute? So, geben wir uns das nochmal von draußen hier. Mensch, die stehen da, obwohl da noch Sitzplätze sind. Was ist da los? Ja, netter Bus. jetzt auf eine minus 1 ist, dann fahren wir. Okay. Ich hab's eilig. Und los geht's. Ah ja, super. Erstmal rote Ampel. Wenn wir die Sicht ein bisschen anpassen. So. Das war jetzt nicht so schön. Aber ich glaube, ich würde gerne den Tacho sehen. So ein bisschen.
Cool. Ansagen. Ja, also mit dem Setup, was ich habe, tue ich mir ein bisschen schwer, die Bremse zu dosieren. Südli. Doch. Wieder einsteigen. Das war's. Tür zu. Was? Nein, einfach zu. Hä, wieso gehst du nochmal auf? So ein Beschiss? Okay, Abfahrt. Immer noch leicht zu früh, was ich gut finde. Und vielleicht kann man dann jemand meine Kommentare reinschreiben, wie ich störe die Heizung anmache. Oh, das ist schon hier. Moin. Zedre. Abfahrt. Boah, das ist mal sowas anderes, Bus zu fahren, anstatt einen Zug zu fahren. Ja, ich mache endlich mal meinen Tisch, wo ich die ganzen Simulationssachen aufbaue. Ja, aber wenn euch so Omsi im Allgemeinen interessiert, kann ich da gerne mal ein bisschen mehr machen. Auf alle Fälle werde ich da auch nochmal die Tram fahren. Das macht Spaß. Habe ich mal überlegt, ob ich das nicht als erstes mache. Aber da mache ich erstmal ein Tutorial. Der bin ich nicht so ganz klar gekommen. Oh, das war der Bordstein. So, einsteigen. Gut. Abfahrt. Ich brauche einen Hotkey, um die Kamera zurückzusetzen. Mache ich momentan mit der Tastatur. Und da vorne ist sie auch schon. Brauchen wir einen würdigen Omsi Nachfolger. Mit ähnlichem Umfang. Das wäre cool. Lotus ist ja irgendwie nichts Richtiges. Ich weiß eigentlich, ob es da irgendwas Neues gibt. Müsste man da ins Forum reinschauen. So. Los hier. Doch. Einmal rein hier. So. So, wir haben Freibahn. Also, Haltestelle. Ja. Warum du nichts fahren? Da ist eine Tür offen. Da ist eine Tür offen. Also, deswegen du nichts fahren. Yay, es wird mal einer aussteigen. Finally. Irgendwie bereue ich es, dass ich jetzt den Fahrkartenverkauf nicht mit anhabe. Technisch. Ich drehe echt mal volle Pulle hier.
Wo ist die Haltestelle? Gegenseite sehe ich. Ach, da hinten. das war nochmal Bordstein. Ah, ich muss die Bremse ganz anders einstellen. Da, immer rein ins gute Haus. Sind wir fertig. Sieht so aus. Okay, mal zu. Warum wackelt der Bus so komisch? Der Gangwechsel klingt einfach mega. Scheiße, wir sind 4 Minuten zu früh. Ich glaube, wir sollten mal irgendwo warten. Ich sag's mal so, lieber zu früh aus wie zu spät. So, dreck, guten Tag. Mal das. Wieder einmal einsteigen. Ja, jetzt wird's kuschelig da hinten drin. Was ist mit dir? Du nicht? Schauen wir mal nach hinten. Ja, ist ganz gut besetzt, würde ich sagen. Hä? Was machen die? Ach so. Kollege von hinten möchte rein. ja gut, dann mache ich mal Platz. Auch wenn wir zu früh sind. Uns geht's nach rechts. So. Autsch. Ah, ein bisschen grob. Also, Fans, glaube ich, werden es von mir nicht als Fahrer. Oh, mal einen echten Bus fahren. Da hätte ich schon Bock drauf. Nein, es ruckelt. Ah, geht wieder. Ach, da vorne ist unser Halt. So, dale. Was können wir da tun für die Heizung? Ich weiß es nicht. Alles an? Ich weiß nicht, was ich hier noch anmachen soll. Den hier vielleicht? Mal schauen. Okay, 4 Minuten zu früh. Ach, wir fahren einfach mit vor früh. Es wird warm. Hab ich da jetzt gerade den richtigen Schalter gefunden? Geil. Was soll denn das? So, Abfahrt. Also es ist nur 1 Grad nach oben. Bitte bloß nicht crashen. Ich habe noch so irgendwie eine Erinnerung, dass Umsi das gerne macht. So. Und einer raus oder rein. Sieht nicht so aus. Ah, hier ist ein bisschen blöd zum Stehenbleiben mit 5 Minuten Verfrühung. Wahnsinn. Na gut. Und weg. Was für Button könnte es sein? Wir sollten ja aufs Form konzentrieren.
Ja doch, 15? Ich glaube, langsam geht's nach oben. Ah, Haltewunsch. So, gucken wir nochmal. Machen wir das auch noch mit an. Naja, lieber zu kühl als zu warm. Boah, gerade in Hamburg, wo ich in der S-Bahn drin war, habe ich natürlich eine S-Bahn erwischt, wo die Kühlung wunderbar funktioniert hat. Ja, ist immer super, wenn man in einer erfahrenen Sauna drin ist. Bus ist doch nicht viel besser. So, moin sehen. So, Tür auf. Einmal rein. Haben wir ausgestiegen? Eigentlich kann ich jetzt hier ein bisschen stehen bleiben. Alter, 5? Normalerweise war ich doch zu spät. Also, Temperatur. Jetzt habe ich einfach nur Stufe. Gehen wir auf Stufe 2, ASR. Nö, Beleuchtung, Beleuchtung. Es kann ja nur irgendwas hier sein. Die roten würde ich jetzt mal nett machen. Rot ist Gefahr. Ja, und ansonsten, mal kurz rauszoomen. Das drücke ich mal lieber nicht. Da ist auch nichts Interessantes. Hier auch nicht. In 16, out 15. Also es, vielleicht braucht es halt einfach. 4,5 Minuten. Moin. Krass, da steigt noch jemand ein. Kommt da noch mehr? Ja, also... Meine alte Position, die ist einfach perfekt. Kann man nichts sagen. Schön im Winkel dran, so muss es sein. Ach komm, was soll's, wir fahren. So, ist sie frei. Wir mischen nach links. Aber schaut da ganz schön was raus da beim Auspuff. Wenn man da mal drauf achtet, wenn man Gas gibt. So, komm, schalt um. Boah, Busfahren in Zürich und dann mit der intelligenten Ampel, die für den Bus bzw. für den ÖV halt grün schaltet. Beste Erfindung ever. Hello, Ampel. Gut, so kriege ich meine Verfrühung auch weg. Dankeschön. Beim Einrichten vom Lenkrad habe ich noch ein sehr interessantes Phänomen gehabt. Und zwar... Steht da einfach mal so auf der Straße, alles klar. Und zwar bei einem ganz... So steht die einfach auf der Straße, was soll denn das? War das Force Feedback dann auf einmal extrem. Und das Lenkrad hat voll nach rechts zu, die ganze Zeit. Keine Ahnung wieso. So. Wenn ihr übrigens so ein Wunsch-Add-on habt oder so, diese Strecke, Kurs, je nachdem, wie gesagt, das sollte ich mal unbedingt fahren. Gerne in die Kommentare rein. Ich bin da offen für alles. So, dann, guten Tag. So. Machen wir mal auf hier. Immer rein hier. Und wir haben angehalten. Ja, gar nicht mal so schlecht. Bin stolz auf mich. Als unerfahrener Busfahrer. Ah, jetzt hängt da ein Kabel beim Gaspedal. Sehr praktisch. Tja. Wow. Da wäre ich jetzt fast ins Auto reingekocht.
Schulterblick. In den Spiegel reingucken. So, jetzt haben wir dann gleich 19 Grad hier drin. Und dann vielleicht mit dem Regler ein bisschen runtergehen. Sehen. Boah, man muss das Gaspedal echt nur so leicht antippen. So. Alle drin. Die stelle ich mal auf Mittelposition. Ich glaube, damit mache ich nichts falsch. Türen zu. Und los geht's. Nicht, wenn man über Rot drüber fährt. Sieht man das dann später im Rapport? Wie gesagt, ich sehe mich wieder als Newbie. Immer viel zu lange her, als ich da... Der Bergtags, 30. Ja, dann fahren wir halt mal nicht so schnell. Moin. So, da, das wären alle gewesen. Minus 3,7. Nächste Haltestelle, Göttcher Straße. Immerhin kommen wir gut durch. Ich glaube, ich werde mir das Force Feedback beim Fahren ein bisschen intensiver einstellen. Hat fast kein Feedback vom Fahren. Nur wenn ich irgendwo dagegen donne. Ödre. Mal sehen. Immer rein spaziert. Gut. Also für das, dass er schon so alt ist, fühlt es immer noch gut an. Nächste Haltestelle. Also ist das eigentlich immer noch 30 angesagt? Zumindest habe ich kein anderes Schild noch mehr gesehen. So. Einmal geradeaus. Ein bisschen was optimieren an der Einstellung. Moin Moin! So. Beziehungsweise. Sorry. Ich glaube bei der. Na, Auto. Mach vielleicht doch den Fahrkartenverkauf wieder ein. Regionalverkehrslinien und zur Fernbahn. Eigentlich am
machen wir das hier mal machen. Buslinie. Yes. Priority Line. Moin Moin. Oh, schon wieder etwas ruckeln hier. Türen auf. Oh, eigene Ampel. Wir müssen aber geradeaus. Oh, sollte vielleicht fahren. So. Links. Alles klar. Spannend. Oh, wieder mit eigener Ampel. Yes. Dankeschön. Ich glaube, ich werde sie mal umziehen auf die NVMe SSD. Vielleicht ist es dann mit dem Laden ein bisschen geiler. So. Nachdem wir jetzt eh viel zu früh sind, haben wir jetzt hier mal. Die kommen einfach aus dem Nix. Alles klar. Optionen. Ah, das seht ihr jetzt gerade gar nicht. Allgemeines. Kopfbewegung. Anonym. Wo war denn das? Ah, Vorschalten. Einfach. Okay. Jetzt habe ich es mit an. Sieben Minuten. Wollen die alle einsteigen? Ja, die wollen einsteigen. Moin. Nee, hat's alle Fahrkarten, hä? Würde ich ja gerne mal kontrollieren. Stichwort Fahrkarten. Habe ich mit dem Teil auch noch nie gemacht. Aber wie gut, dass es ein Hotkey gibt. Warten oder fahren, warten oder fahren. Wisst ihr was, liebe Leute? Ich mache für euch mal einen kleinen Cut und ich warte hier mal ein bisschen, dass die Zeit runtergeht. Ihr müsst halt eben mit mir warten. Und dann fahren wir weiter. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Wir müssen leider losfahren, weil hinter uns ist ein Bus. Der kommt sonst nicht weiter. Also, fahren wir halt. Was soll's. So, einmal wieder zurücksetzen. In welcher Richtung muss ich? Ram, Hauptbahnhof, Altstadt. Ich muss nach links. Ah, und Ampel ist rot. Ja, das war jetzt ein Fail. Nee, 688, Altona fahren wir nicht. Nee, jetzt ist dafür Fußgänger grün geworden. Aber der Busfahrer hinter mir wird sich jetzt auch was denken. Alter, wie steht denn der da? Linie 4, Rathausmarkt. Achso, ja. Blinker, ja, ne? War wieder 18 Grad. Mal ein bisschen nach oben hier. So, Abfahrt. Noch aus, als wenn ich da halten muss. Jo, da kommen sie schon alle. Moin.
Immer rein hier. Sitzen es wenigstens auf beide Seiten. Boah, ist der Bus voll, ey. hinter mir. A la Kollege. Du bist aber aufdringlich. Nee, ich hab gesagt zu. Und Beschiss. Sind wir schon soweit? Jungfernstieg. Wo ist unser Halt? Ach, da vorne. Tö. Rein hier, bitte. Okay. Holen wir uns mal. Ah, Hotkeys sind schon was Tolles. So, Ampel wird jetzt eh rot. Hinter uns ist gerade mal keiner. Und er ist brechend voll. So, ich mache das mit den Fahrkarten nochmal anders. Und zwar gehe ich da mal auf erweitert. Vielleicht quatschen sie da mit uns. Zeit minus 4,5. Ja, komm, wir fahren. Ich hoffe, das ist richtig. Mensch, ist aber kuschelig hier. Warum hier? 1 und 9 Terminus und Start. Sind wir jetzt da? Rathausmarkt, hier. Moin. Wieso sprichst du nicht? Ich hab nur die Einblendung. Okay. Ach shit, jetzt geht das mit dem Hotkey nicht mehr. Das tun wir wieder umstellen. Machen wir einfach. So, immer her mit dem Geld. Schade. Letztes Mal haben sie ein bisschen was gesagt, was sie haben wollten. 109 ZL da hinten rein. Mach mal. 5 Minuten zu früh. Jo, da blech mal rein. Moin Polizei. 109. 100 URL Start 100. Ich fahr jetzt mal geradeaus. Ich hab so keine Ahnung. 25. Gerhard Hauptmann Platz soll das nächste sein. Ja, ich glaube, ich bin richtig gefahren. Nice. Aber ich habe falsch angehalten, oder? Nee, da steht 109. Mein Sinn. Gut. Einmal Abflug. Ich mache mal diese Maussteuerung ausprobiert, die es in OMSI gibt. Die finde ich gar nicht mal so schlecht. Also wenn man kein Lenkrad hat, geht das erstaunlich gut.
Ach stimmt, hier war ja 25. Komm, reiß dich zusammen. Nicht rumlecken hier. Nein, bitte crash jetzt nicht. Oh Gott sei Dank. Das haben wir schon so weit geschafft. Hauptbahnhof. Hauptbahnhof München-Bergstraße. Da müssen wir rein. Südli. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben Leute sind ausgestiegen. Alles klar. Ups, da kommt ein Auto. Ah, ich sollte mir in den Rückspiegel reinschauen. Nächste Haltestelle. Hauptbahnhof Steintordamm. Diese Fahrt endet dort. Bitte alle aussteigen. Oh. Wo genau muss ich da hin? Hauptbahnhof, Terminus? Oder ist es hier? Nee, oder? Hauptbahnhof, scheint nur zum Aussteigen. Adelsmarkt, Altersdorf, 9Z, L-U-A-A. Muss ich weiter? Ich fahr jetzt mal kurz weiter. Ich hab so keinen Plan. Liebe Fahrgäste, es tut mir leid, ich habe keine Ahnung, wo ich hier fahren muss. Das ist meine erste Fahrt hier. Ja, eventuell da vorne rechts rein. Das sieht so ein bisschen nach Busbahnhof aus. Na komm, schalt um. Yes. Ja, da ist... Hör auf mit dem Rumlecken! Da ist ein Busbahnhof. Hier jetzt rein. Was steht da? 109. Terminus! Hier ist es. So, liebe Leute, bitte alle aussteigen. Bin jetzt auch wirklich. Da ist auch der Rapport. Start ist okay, okay, okay. Zu früh. Okay. Ja, war doch gar nicht mal so schlimm. Also wir haben eine Verfrühung von 5 Minuten. Ein bisschen öfter mal auf die Zeit gucken sollen. Aber hat Spaß gemacht. Und wenn ihr meint, sollte ich mal öfter machen, generell ein bisschen um sich spielen, schreibt es mir in die Kommentare. Bis dahin, gute Fahrt und seid pünktlich. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.